Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Planet Alpha. Wir befinden uns immer noch auf dem komischen Planeten. Und im Hintergrund ist etwas. Es sieht auf jeden Fall nicht gesund aus. Schauen wir mal, ob wir hinter dem Geheimnis kommen, was das da genau ist. Zerstörer sein, der mich umbringen will, man weiß es nicht. Sieht auf jeden Fall was? Atombombe gewesen. Okay, was man jetzt genau? Ich komme auf den Boden. Bekommen, dass alles in der Reihe ist. Oben müsste es gleich sein. Passt. Was muss ja gut sein? Aber für was? Hier habe ich gleich, wenn ich das nicht jetzt hier löse. So wie jetzt. Gleich drauf. Oh. Das hält Licht immer näher. Oh, spät dran und bin. Würde ich sagen, tot. In 3, 2. Gut. Also, das war's nicht, was wir machen sollten. Was nochmal? Ich verstehe auch nicht, was ich hier machen soll. Der Knopf sieht aus, ob das alles in der Richtung. Wo würde ich fast. Okay, jetzt kann ich irgendwas bewegen. Aha, okay. Rein. Oh, beeil dich. Ich bin nämlich tot, wenn es dich auch. Okay. Aber man konnte die stoppen, das habe ich vorher nicht gesehen. Los hier. Boah, ich wollte sagen, der Impact ist auch hier zu spüren. Hell sein. Auf, kleiner Mann. Oh. Och, scheiße. Mein Gott.
Oh. Ah, klar. Nein, das war zu früh. Ah, das war zu früh gesprungen. Das war zu früh gesprungen. No. Oh. Geht. Okay, hier kann ich auch noch rauf. Okay. Boah. Nee, der muss zurück. Aber der, ich weiß wohin. Die Richtung. Boah. Oh, da muss man richtig schnell sein. Da muss man richtig schnell sein, damit es klappt. Ich hab gar nichts. Achso. Okay. Oh Mann, was denn? Nein, komm nicht. Dann würde ich keine Zeit verlieren. Ei, ei, ei. Okay. Also das Spiel besteht ja wirklich nur daraus, zu rennen und abzuhauen. Darf einfach, also man darf keine Fragen stellen, glaube ich mal. Da fährt ein bisschen was, aber man sieht ja nur im Hintergrund, was passiert. Ob man den Planeten jetzt retten kann, ob man es soll oder so. Irgendwie eine ganz... Ah! Okay, gegen sich. Ich hab's behindert. Hab ich jetzt nicht gesehen? Ein kleines Jump'n'Run, ne? Ziemlich viele Rennen. Oh, oder? Hey. Boah. Unglaublich. So schnell sein. Boah, ich sehe gar nichts. Ich stehe aber nur, ich sehe aber nichts. Er hat aber auch echt, da muss er auch Tempo drauf haben, dass er das hier so schaffen will. Okay. Irgendwas? Wenn ich also jetzt sterbe, wollte ich nicht, das sollte eigentlich nicht passieren. Sieht schon mal gut aus. Irgendwo landen wir. Bring eine Capri-Sonne, hör mal. Okay, es geht noch tiefer in die Erde. Also wir haben theoretisch die Lava schon durchgeschlossen. Das heißt, wir reisen zum Mittelpunkt der Erde. Das geht aber weiter, weiter, weiter runter.
Um. Also man muss sagen, so ein bisschen verändern tut sich die Gegend ja immer. Oh. Ich habe. Ach so, da kann ich. Kann ich gerade nicht sehen, ob ich da ein bisschen spiele. Hä? Okay, also hier muss man ein bisschen steuern in der Luft. Geht hier gar nichts. Wasser. Ein fremdartiger Merkwürdig. Er tut mir auch so ein bisschen leid, der gute Mann hier. Der namenlose Held. So ein Held ist er ja nicht, er macht ja eigentlich gar nichts. Haut ja einfach nur ab. Blödes Mann. Ja? Sie ist ja wirklich fast weg. Oh. Okay. Möchte ich doch wieder ins Tageslicht. Kann der mir herstellen? Oh. Nein! Lebt noch. Ey, ich lebe doch nicht mehr. Hier hoch. Runter. Weglaufen noch. Spaß, machen wir mal mit. Da darf ich nicht rauf, okay. Da muss ich auch warten, bis der Stein komplett runterfällt. Nein, der Felsbrock kommt, ich weiß es gar nicht. Hat er dann wahrscheinlich den Weg nach unten beigemacht, ne? Wo wir genau hin sollen? Keine Ahnung. Vielleicht bald mal wieder ein Stück Karte sind, wenn ich sehe, wie weit ich heute im Ganzen finden. Okay. Werden man sich wahrscheinlich erstmal verstecken müssen. Diesen Weg, ja. Ah, okay. Geht auf jeden Fall immer tiefer, tiefer, tiefer runter. Ja, ne? Am Tief. Das war zu tief. Nicht, dann will man sich ein bisschen abseilen, damit man nicht so Ewigkeit.
darüber hätte ich müssen. Okay. Doch gar nicht. Man müsste ein bisschen mehr gucken können, ne? Ein bisschen Try and Error, weil man sieht ja nicht wirklich, wo man hin soll. Man kann es ja auch nicht nachprobieren. Und es funktioniert wirklich nur mit, ja, ausprobieren, ne? Geht's, glaube ich, nicht. Warte mal kurz, was ist da? Da ist ein Viecher gefallen. Bizarre. Ein Licht kommt. Okay. Warum, dass sie hier hinfliegt? Richtung hier, in der Vogel. Will ich mir nicht hinter. Dann geht's hier runter vielleicht. Na gut. Ist aber auch nicht durch. Kommt hinterher. Kommt hinterher, okay. Weg. Wir fahren, oder? Hinterher? Nämlich. Aber abgefahrenes Viech. Ach, jetzt habe ich die befreit. Was habe ich gemacht? Hab ich jetzt befreit? Kollegen? Jetzt dankbar und öffne mir alle Wege. Oh, sein. Höher. Hier frei. Will ich es auch frei machen? Schon, ne? Ja, okay. Das ist auch eine nette Abwechslung. Witzig. Okay. Ah, verdammt, Dachs. Kann ich nicht bewegen. Da. Ah, ja. Mal? Jetzt hat er mich... Okay, ich hab's verstanden. Ah, ich dachte, ich könnte da durch. Okay, das müssen wir noch regeln hier. Anders überlegen. Ah.
Den muss ich garantiert mitnehmen. Ich brauche so einen bestimmten wie Hochzug. Den Hochzug, habe ich schon gedacht. So, bis hierhin sind wir gekommen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mir ein bisschen in dieser düsteren Welt zu folgen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.